Und wir starten heute mit dieser aktuellen Meldung. Bei einem Verkehrsunfall am Bahnübergang in Albstadt-Laufen ist ein 79-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache auf dem beschränkten Bahnübergang liegen geblieben und ließ sich auch nicht mehr starten. Ein aus Balingen kommender Interregio-Express erfasste das Fahrzeug und schleifte es noch etwa 150 Meter mit sich. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen befanden sich nicht im Kleinwagen. Hoher Sachschaden entstand auch am Zug, der nicht mehr fahrbereit ist. Die 90 Fahrgäste im Interregio-Express und der Zugführer blieben unverletzt bzw. erlitten einen Schock. Die Ortsdurchfahrt in Laufen war stundenlang gesperrt, ebenso der Bahnverkehr zwischen Balingen und Albstadt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute auch zwischen Metzingen und Glems. Dort wurden bei einem Frontalzusammenstoß 7 Menschen verletzt, 6 davon schwer. 7 Jahre lang war die B27 in Dusslingen eine Baustelle. Sowohl die Anwohner als auch die Autofahrer mussten sich da immer wieder auf Beeinträchtigungen einstellen. Doch das ist jetzt vorbei. Die Bundesstraße von Tübingen Richtung Balingen ist unter der Erde verschwunden. Der Tunnel ist fertiggestellt. Gestern Nachmittag war Verkehrsfreigabe. Es ist geschafft. Gestern hat Landesverkehrsminister Winfried Herrmann den 4-spurigen Ausbau der B27 zwischen Tübingen-Bläsibad und Nähren symbolisch und feierlich freigegeben. Der letzte und dritte Bauabschnitt ist vorüber und damit auch eine harte Probe für die Dusslinger Bürger. Es war eigentlich eine sehr spannende Zeit, weil sich die Bürger und ich denke auch sehr viele nicht vorstellen konnten, wie die Pläne, die ja alle bekannt waren, dann in die Realität umgesetzt werden. Und man war dann schon überrascht über die Dimension, was hier bewegt wurde, wo der Tunnel gegraben wurde, wie tief gegraben wurde, wie viel Stahl verbaut wurde, wie viel Betonmischer und so weiter. Also die Bautätigkeiten. Und es war ja so, dass über den Steg die Baustelle immer auch von den Bürgern begutachtet wurde. Und somit konnte man es immer auch mitverfolgen. 56 Millionen hat der Bauabschnitt zwischen Dusslingen und Nähren gekostet. Die B27 ist eine Hauptverkehrsachse in der Region Neckaralb und eine wichtige Verbindung zur A8. Der Ausbau war dringend notwendig. Immer mehr Schwerverkehr und zehntausende Fahrzeuge belasten täglich die Straße. Da ist ein weiteres Stück jetzt 4-spurig ausgebaut. Damit wird der Verkehr etwas verflüssigt. Wir haben aber dann noch weitere Baustellen in Tübingen und in Ofterdingen zu bewältigen. Für die Gemeinde Dusslingen ist es natürlich ein Quantensprung, denn die haben eine neue Mitte gewonnen. Der Osten und der Westen kann wieder zusammenwachsen, da kann eine ganz neue Lebensqualität im Ort entstehen. Also für die Gemeinde ist es wirklich ein großes Geschenk. Die sind, glaube ich, richtig glücklich. Glücklich ist die Gemeinde Dusslingen allemal, hat sie doch im besonderen Maße vom Ausbau der B27 profitiert. Einst hatte die Bundesstraße den Ort geteilt. Jetzt ist sie überdeckelt. Der Tunnel dient den Bürgern nicht nur als Lärmschutz. Also es ist wirklich ein Meilenstein für die Entwicklung der Gemeinde. Die zwei vormals getrennten Ortsteile wachsen zusammen. Und das hat eigentlich eine städtebauliche Dimension für die Gemeinde. Und wir können jetzt ganz anders auch die Bürger zusammenbringen. Wir können städtebaulich nochmal Gestaltung machen. Wir machen barrierefreie Bürgerpark. Es wurden neue Investitionen getätigt und der Ort wächst dann wirklich auch zusammen. Dusslingen ist mit seinen Baustellen also noch nicht ganz fertig. Dafür aber ist jetzt auf der B27 freie Fahrt.